Ein neues morphisches Feld. Einer für alle, alle für einen. Ein morphisches Feld ist eine Art Informationswolke, in der alle Gedanken und Handlungen, aber auch Gefühle und Absichten, die jemals gelebt wurden, gesammelt sind. Die Reichweite erstreckt sich über das gesamte Universum und die Übertragung erfolgt ohne Zeitverlust. Zu beobachten ist es in der Natur bei gleichartigen Wesen. Wie in einem Schwarm von Fischen oder Vögeln entsteht dabei ein intuitiver, telepathischer Austausch. Jedes Wesen im Schwarm denkt, fühlt und handelt nach dieser unsichtbaren Ordnung gemeinsam. Die Menschheit erschafft ebenfalls ein morphisches Feld. Allerdings sind darin zahlreiche Widersprüche. Seit langem erzählen immer wieder Utopisten in Mythen, Märchen, Musik und Filmen von einer idealen Menschheit, die in Frieden und Freude miteinander lebt. Ein sehr bekannter Spruch darüber stammt aus Alexandre Dumas' Roman Die drei Musketiere. Einer für alle, alle für einen. Aber wo ist dieser Gemeinschaftssinn und wie kann er heute gelebt werden? Als wir geboren wurden, hatten wir das Urvertrauen, willkommen zu sein und fühlten uns verbunden. Zuallererst mit unserer Mutter, ihrem Herzschlag, der uns in das Leben nach der Geburt vorbereitete. Wir bildeten unseren Körper, der nach 9 Monaten lebensfähig war. Wir lernten das Atmen und den eigenen Stoffwechsel. Die Bindung zur Mutter blieb später über das Stillen erhalten. Allmählich entdeckten wir dann die Mitwelt über unsere Sinne. So hat es uns die Natur eingerichtet. Als spätere Ernährung waren Lebensmittel vorgesehen, die gewachsen sind und uns alles gaben, was wir zum Leben brauchen. All das ist bekannt. Es gibt zahlreiche Erfindungen, die das Leben erleichtern würden und vieles, was uns von der Natur verschenkt wird. Stichwort freie Energie und Heilkräuter. Geld spielt in der Natur keine Rolle. Obwohl dies alles bekannt ist, findet es viel zu wenig Anwendung. Die Quantenphysik hat inzwischen wissenschaftlich nachgewiesen, dass die bedeutsame Absicht eine aktive Rolle im Prozess von Ereignissen spielt. Wir können sofort entscheiden und mit unserem Körper und Geist vieles ausprobieren und damit unsere Absicht verstärken. Die innere Stimme, die Intuition, sagt man, ist der Ruf der Seele. Sie ist der Wegweiser für das Erfinden und die aktive Freude. Je mehr Menschen diesen Weg einschlagen, desto mehr verstärkt sich das neue morphische Feld der Menschheit so, wie wir es mit der Geburt erlebt haben und so, wie es vorgesehen war. Immer deutlicher wird in vielen Köpfen und Herzen der wahre Sinn des Lebens. Immer mehr begreifen, was zum Wachsen und Gedeihen über die heutigen Verhältnisse hinaus erfunden und ausprobiert werden muss, so wie es uns die Natur vorlebt. Die Neugestalt der Welt nimmt im Moment richtig Fahrt auf. Viele Menschen spüren die Veränderung überall, im Außen und Innen. Alte Formen lösen sich auf und zeigen sich in uns als körperliche Symptome. Sie sind ein Zeichen des Umbaus auf Zellebene. Alles ist Schwingung. Stets durchweben uns Informationen und es finden Überlagerungen statt. Jeder geht durch diesen Prozess. Als ein besonderer Tropfen in einem riesigen Ozean sind wir alle einbezogen. Wir bewegen uns und werden bewegt.
Wir sind gefordert, das, was wir bereits intuitiv wissen, ständig in der Natur vor Augen haben, in unser Tagesbewusstsein zu bringen. Es ist eine Geburt, sie ist bereits im Gange und nicht mehr aufzuhalten. Alles ist schon bereit dafür, das Licht der Welt zu erblicken und jetzt als universelle Ordnung in Erscheinung zu treten. Das Neue ist gewiss. Wir senden über diese neu errungene Gewissheit eine starke Schwingung und das wachsende morphische Feld breitet sich aus. Es geschieht gerade und wir sind mittendrin.